Natürlich war heute der wichtigste Punkt Wahl eines künftigen Intendanten. Sie wissen, Herr Schächter hatte uns informiert, dass er für eine dritte Amtszeit nicht mehr zur Verfügung steht. Wir haben das bedauert und nachdem er uns informiert hatte, gemeinsam immer Schritt für Schritt überlegt, wie organisieren wir jetzt die Wahl eines Nachfolgers. Das ist sehr transparent verlaufen. Die Stelle war im Internet ausgeschrieben. Es gab zu dem Zeitpunkt, wo sie im Internet 4 Wochen lang stand, keine Bewerbung. Es sind dann anschließend 4 Eigenbewerbungen eingegangen. Die sind auch alle dem ZDF-Fernsehratsmitgliedern postwendend zur Kenntnis gegeben worden. Wir haben aber in unserer Geschäftsordnung eine Regelung, dass nur derjenige Kandidat, diejenige Kandidatin zur Vorstellung eingeladen wird, die von wenigstens einem Mitglied des Fernsehrats vorgeschlagen wird. Das ist auch sinnvoll, weil es kann ja auch mal sein, dass man 50 Eigenbewerbungen hat und wenn allein mit dem Abschicken einer Bewerbung der Anspruch verbunden wäre, dann auch zu einer Sitzung zur Vorstellung eingeladen zu werden, können Sie sich vorstellen, stößt man schnell an Grenzen. Es hat allerdings von diesen Eigenbewerbung niemand jemanden im Fernsehrat gefunden, der gesagt hat, ich mache mir das zu eigen, ich schlage Herrn XY oder Frau XY vor und sie soll sich dann hier auch dem gesamten Gremium vorstellen. Woran hat das gelegen? Ich denke, es hat sich relativ früh ein Konsens im Fernsehrat abgezeichnet, dann auch in Vorgesprächen, Vorberatungen Anfang Mai verdichtet, dass wir mit Dr. Thomas Bellut einen ausgezeichneten künftigen Intendanten finden könnten. Und nach diesen Vorberatungen im Mai war ich dann auch sicher, dass er die erforderliche 3/5-Mehrheit, das ist ein ziemlich hohes Quorum, nämlich 47 Stimmen von den 77 Mitgliedern, dass er die erreichen könnte. Ich habe deshalb den Tagesordnungspunkt jetzt auf die Tagesordnung dieser Fernsehratssitzung gesetzt, habe Herrn Dr. Bellut dem Gremium vorgeschlagen. Das Ergebnis ist bekannt. Er hat ein außergewöhnlich gutes Ergebnis bekommen. Ich will es noch mal sagen, von den 73 Stimmen hat er 70 bekommen. Es gab eine Gegenstimme und 2 Enthaltungen. Woran liegt das? Ich glaube, es liegt erstens, zweitens und drittens am Kandidaten, den wir gut kennen, aus seiner Arbeit in der Chefredaktion. Sie kennen die Sendung Was nun beispielsweise. Und aus seiner Arbeit als Programmdirektor, auch in der Zusammenarbeit mit dem Programmausschuss Programmdirektion und mit dem Fernsehrat als Ganzem. Und wenn ein solches Ergebnis zustande kommt, und Sie können sich ja mal die Mühe machen und im Internet anschauen, wer alles im Fernsehrat drin ist, dann sind das ja gestandene Persönlichkeiten, die in ihrem Leben ständig auch Personalentscheidungen treffen. Und wenn dann ein so großes Zutrauen zu der Führungskraft, der Teamfähigkeit, der Weitsicht vorhanden ist, dass Herr Dr. Bellut dieses Ergebnis bekommt, dann denke ich, ist das heute ein guter Tag fürs ZDF. Und ich glaube, wir alle haben das heute auch so empfunden. Ich habe das vorhin in 1, 2 Interviews etwas flapsig gesagt, weil er gefragt wurde, wäre es denn nicht besser, man hätte 2, 3, 4 viele Kandidaten. Bayern München wollte Manuel Neuer haben und sie haben ihn gekriegt und sie wollten auch keinen anderen. Wir hatten unseren Manuel Neuer schon beim ZDF. Jetzt wird er aufgestellt und er wird gut halten und er wird auch mit seinen weiten Abwürfen sicherlich dafür sorgen, dass sich das ZDF im Wettbewerb in der Zukunft auch weiter gut positioniert. Also das ist eigentlich zu dieser Frage, muss man mehrere Kandidaten haben, um eine gute Wahl treffen zu können, zu sagen. Wir sind sicher, wir haben heute eine sehr gute Wahl getroffen. Das war nicht der einzige Tagesordnungspunkt. Wir haben uns mit Dreisat beschäftigt, haben eine gute Bilanz ziehen können und in der Übersicht uns dann auch mit den digitalen Programmen ZDF Info, ZDF Kultur befasst und den Eindruck mitgenommen, dass das ZDF
In der Tat, diese neuen Möglichkeiten der Digitalkanäle für Innovation, für Kreativität und auch für die gezielte Ansprache neuer, auch jüngerer Zuschauergruppen nutzt. Und was mir besonders imponiert hat, die Zukunftsentwicklung, die ja bedeutet, dass Fernsehen und Internet immer mehr zusammenwachsen wird. Wenn Sie sich die Trailer anschauen oder wenn Sie, was ich noch mehr empfehlen würde, gelegentlich auch diese Digitalprogramme anschauen, dann werden Sie sehen, dass dieses Zusammenwachsen Internet und Fernsehen dort in einer Weise zu Programminnovationen führt, wo man sicherlich nicht bei jedem Versuch sagen wird, das wird auf die Dauer der Weg sein. Aber ich bin ganz sicher, vieles von dem, was jetzt dort ausprobiert wird, wird sich auch auf Dauer durchsetzen. Und wir hatten heute, glaube ich, auch alle den Eindruck, dass das ZDF hier Vorreiter ist. Den hatten wir übrigens auch schon von dem Präsidium her, als wir beim Dreisat-Gremientreffen in Wien vor kurzem mit ARD, ZDF, also ARD, ORF, Schweizer Rundfunk und Fernsehen über die Dreisat-Zusammenarbeit geredet haben, dass das ZDF hier in den öffentlich-rechtlichen Sendern des deutschsprachigen Raumes wirklich sehr, sehr gut aufgestellt ist. So wie vielleicht von meiner Seite, da ich als Fernsehratsvorsitzender natürlich wesentlich für ein faires Verfahren, gerade auch wenn es um die eine Kernaufgabe des Fernsehrats, nämlich Wahl des Intendanten geht, die Verantwortung trage, können Sie sich vorstellen, dass ich heute auch ganz besonders zufrieden bin.